بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem kurzen Vortrag. Also zu diesem kurzen sage ich mal jetzt besser nicht. Aber zu diesem Vortrag inshallah. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns al-Tawfiq schenkt und al-Ikhlas fil qawli wal-amal wal-qabul. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, ich werde inshallah über diese Themen sprechen, die ich angekündigt habe, diese vier Fragen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum allahu khairan. Jazakum allahu khairan. Ein Bruder schreibt gerade, kein Instagram live. Eigentlich schon, ich habe vergessen auf den Knopf zu drücken. Aber jetzt bin ich live auch auf Instagram. Ja, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum allahu khairan. Barakallahu fikum. Und möge das Paradies euch vermissen. Jazakum allahu khairan, Brüder. Tayyib, inshallah, fangen wir an. Und ja, jetzt bin ich auch auf Insta live. Tayyib, inshallah. Ala kulli hal. Ich habe vier Punkte, glaube ich, angekündigt. Oder vier Fragen, über die ich reden werde, inshallah. Und ich glaube, auf Instagram konnte ich gar nicht so viel schreiben im Text. Das habe ich eigentlich in der letzten Zeit immer gar nicht gemacht. Quasi auf Instagram überhaupt ein Thema geschrieben. Aber ich hab jetzt mal daran gedacht. Aber ich weiß gar nicht, ob man auf Instagram so viel schreiben kann. Das heißt, vielleicht kann man dort nur zwei der vier Punkte lesen. Ala kulli hal, wie auch immer. Inshallah werden wir über vier verschiedene Punkte reden, die ich angekündigt habe. Punkt Nummer 1, darf man im Islam, darf man die Pille nehmen? Ja, die Pille, das heißt, darf man die Pille nehmen, sodass man nicht schwanger wird? Ja, im Arabisch sagt man dazu, Hubub min al-Haml. Ja, die Pille, sodass man nicht schwanger wird. Darf man diese nehmen im Islam oder nicht? Dass diese Sache hat einen Tafsil, ja, die Sache kann man einfach nicht mit einem Ja oder einem Nein direkt beantworten. Entschuldigung. Vielmehr ist das so, liebe Geschwister, barakallahu fikum, dass man erstmal schauen muss, was der Grund dafür ist. Ja, was der Grund dafür ist, dass man die Pille nehmen möchte. Ja, vorab sage ich, jemand, der gar nicht verheiratet ist, ja, jemand, der gar nicht verheiratet ist, er darf keine Pille nehmen, ja, gar nicht kaufen. Ja, für den wäre es haram, weil es ist sowieso eine Sache, die zu haram führt. Und diese Sache, die zu haram führt, ist natürlich auch haram. Abgesehen von dieser Sache, im Allgemeinen, was die Pille angeht, und ich möchte hier natürlich nicht nur über die Pille reden, sondern allgemein auch über das Verhüten im Allgemeinen. Ja, ob das erlaubt ist oder nicht. Jazakallahu khair wa alaikum salam wa rahmatullahi. Und das ist nicht mein Gesicht, Bruder, das ist nur die Lampe. Allahu musta'an. Auf jeden Fall, was die Pille an sich geht, was die Pille betrifft, so muss man sagen, liebe Geschwister, erstmal, im Islam ist das so, dass wenn man eine Sache behandelt, ja, die im Allgemeinen, ja, allgemein, wo es ein verschiedenes Urteil geben kann. Es kann halal sein, es kann haram sein zum Beispiel. Ja? In verschiedenen Fällen kann das ein verschiedenes Urteil haben. Und allgemein muss man auch die Sache selbst, ja, überprüfen. Und dann fragt man in dem Sinne, in diesem Zusammenhang, fragt man die Leute, die spezialisiert sind in diesem Fach. Ja? Fachleute. Man fragt Fachleute. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man ein Virus hat, dann fragt man Virologen, und wenn man etwas Medizinisches hat, dann fragt man natürlich Mediziner. Das Problem an dieser Sache ist,
da ist eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, dass diese vertrauenswürdig sein müssen. Dass diese vertrauenswürdig sein müssen. Und das ist natürlich oft das Problem in dieser Sache, dass Mediziner oft nicht, oft, ich sage nicht immer, aber sehr oft nicht ehrlich sind. Warum? Weil das ist eine Industrie. Ja, hinter diesen Medikamenten, die wir kennen, dahinter ist eine Industrie, und zwar das ist ein Milliardengeschäft. Das ist ein Milliardengeschäft, ja. Und deswegen, da hat man es nicht nur mit ehrlichen, guten Menschen zu tun, die ja, Akademiker sind und einen Doktortitel haben oder so, sondern man hat das in der Medizin oft ja, ich sage mal so einfach, wie es ist, ja, man hat das oft mit Mafiosi zu tun. Das ist ein Geschäft, ein Geschäft wie die anderen großen Geschäfte, das Ölgeschäft, das Goldgeschäft, das Banken, Versicherungen, ja, diese Menschen gehen schon auch über Leichen. Ja, natürlich gibt es hier und da natürlich überall Gesetze und ja, dass man das eine oder andere, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein Milliardengeschäft, und deswegen gibt es da sehr viel Betrug. Ja, sehr, sehr viel Betrug. Und da werden dir natürlich Sachen wie, ich sag mal, als Beispiel die Chemotherapie oder vielleicht auch die Pille. Allahu alam. Ich bin natürlich kein Fachmann, und deswegen möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber jeder von uns weiß das, dass sehr, sehr vieles, was gemacht wird und verkauft wird, es ist einfach nur eine Geldmacherei. Ja, die machen fett Geld mit dem, was sie machen. Und wenn man zum Beispiel krank ist, es gibt Krankenhäuser, die möchten natürlich auch, egal wo auf der Welt, ja, sei es in unseren, sozusagen in der islamischen Welt, Ländern, wo es eigentlich in den meisten Ländern keine Versicherung gibt für das ganze Volk. Und somit gibt es dann mehr oder weniger entweder nur staatliche Krankenhäuser, wo man sehr, sehr schlecht behandelt wird oder gar nicht behandelt wird oder so. Manchen Ländern vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Oder es gibt die privaten Krankenhäuser und Kliniken, die sehr, sehr teuer sind. Und da will man natürlich sehr gerne diese Betten belegt haben. Und so ist das natürlich auch in diesen Ländern hier in Europa zum Beispiel, in Deutschland, Frankreich, egal wo. Da möchten auch gerne die Krankenhäuser voll sein. Ja, die möchten die gerne, weil das ist ihr Business. Ja, die bekommen natürlich für pro Bett, pro Nacht, Allahu alam, ich bin mir nicht sicher, aber es ist irgendwas zwischen, ich glaube, 500 und 1000 Euro. Ja, pro Bett, pro Nacht. Abgesehen von dem, was derjenige noch bekommt an Medizin und an, ja, dazu gehört gar nicht mal jetzt irgendwie eine OP oder sonst irgendwelche Behandlungen, großartig, sondern einfach nur, dass er ein Bett hat und dass er übernachtet, wie halt in einem Hotel, aber natürlich, da sind Krankenpfleger etc., Ärzte, verdient das Krankenhaus oder nimmt das Krankenhaus quasi dann 500 Euro bis 1000 Euro pro Nacht alleine für das. Ja, das heißt, es ist und deswegen natürlich hat ein Krankenhaus verdient kein Geld, wenn es leer ist. Ja, und Ärzte verdienen kein Geld, wenn es keine Kranke gibt. Und wenn da nicht viel los ist, dann haben die ein großes Problem. Und deswegen ist es ein Geschäft natürlich. Ja, Ärzte, er verdient daran, dass andere Leute krank sind. Ist auch nicht schlimm, ist ein guter Beruf. Ich will das nicht schlecht darstellen oder so, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Milliardengeschäft, und deswegen muss man halt aufpassen. Ja, normalerweise ist das im Islam so, dass man oft, wenn es Sachen sind, die wirklich wenn das jetzt gesundheitlich, auch jetzt mit Viren zu tun hat etc., muss man im Islam auch Fachleute fragen. Ja, und das würden auch dann Gelehrte zum Beispiel machen. Aber es müssen vertrauenswürdige Mediziner sein, Virologen sein zum Beispiel, ja, und nicht einfach Leute, die Geld machen und ja, heutzutage werden dir, wenn du die Leute fragst zum Beispiel sagen wir mal nach Vaccin, wie heißt nochmal Vaccin auf Deutsch? Vaccin? Wie heißt das nochmal? Vaccin? Was machen wir bei kleinen Kindern? Was muss man machen immer wieder? Impfen, impfen, Impfungen, ja, genau, ja, diese Impfungen zum Beispiel, fragst du Ärzte, egal wo auf der Welt, ja, viele Ärzte werden dir sagen, schädlich, nein, absolute Gegner, ja, und dann findest du viele Ärzte und viele Mediziner, die sagen dir, ja, da gibt es also eine große Meinungsverschiedenheit.
Barakallahu fikum. Und deswegen, und allgemein, und das ist eine Sache, wo die Meinungen verschieden sind. Barakallahu fikum. Und aber da gibt es halt andere Sachen, wo die einen dir sagen, ja, das ist gut, eine Chemotherapie und das muss man machen und das ist, ne, so eine Sache, die fast überall, aber das ist eine Sache, die sehr, sehr teuer ist und woran sie sehr, sehr viel verdienen. Ganz ehrlich, ich habe viele von meiner Familie, Verwandte oder sehr, sehr gute Freunde gehabt, Barakallahu fikum, die verstorben sind an Krebs. Und man hat ihnen allensamt hat man natürlich eine Chemotherapie direkt angeboten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt einer von ihnen überlebt hat. Und ich hatte jetzt nicht nur Leute, die, sag ich mal, sehr, sehr alt waren und eine Chemotherapie dann genommen haben oder so, sondern wirklich auch einer, also ein Bruder davon war mein bester Freund, mit dem ich zur Schule gegangen bin, und der ist mit 23 Jahren verstorben, rahimahullah. Und der hatte auch Krebs gehabt und ist daran auch gestorben. Und man ist natürlich, wenn man da hinkommt als Laie und in der Situation, man hört den Ärzten zu und man nimmt ihren Rat quasi, weil man denkt, das sind Leute, die es besser wissen. Aber da muss man halt aufpassen. Und so ist es auch im Allgemeinen. Deswegen sage ich jetzt nicht allgemein die Pille, ich weiß nicht ganz genau, also das, was man normalerweise hört, dass das schädlich ist oder so, das hört man, aber ich bin kein Fachmann, deswegen. Und ich hatte nie damit was natürlich zu tun in dem Sinne. Und deswegen weiß ich auch wirklich nicht sehr viel darüber. Deswegen, wenn das wirklich so ist, dass das extrem schädlich ist und so weiter und so fort, ja, für den Körper der Frau, also wenn es extrem schädlich ist und das ist eine Sache, die überprüft wurde und sicher ist, dann kann es auch sein, dass es verboten ist schon anhand dieser Sache. Weil es gibt ja andere Methoden, um zu verhüten als diese, ja. Aber ich rede jetzt über das Thema, wenn es nicht der Fall ist. Ja, wenn es im Allgemeinen so ist, Barakallahu fikum, im Allgemeinen, wenn die Pille, sage ich mal, ja, im Grunde genommen sehr, sehr viel ist, was man nimmt, ja, an Nahrung und Medizin, vieles ist ja schädlich. Aber wenn man das jetzt nicht übertreibt und nicht sein Leben lang nimmt und nicht zu viel nimmt und hin und her und ja, zum Beispiel wie eine Paracetamol oder Tablette oder so, wenn man jetzt manchmal extrem starke Kopfschmerzen hat und man die nicht loskriegt, sage ich mal, mit Wasser, mit viel Wasser trinken oder bei jedem ist es anders. Manche Leute trinken dann, keine Ahnung, vielleicht einen Kaffee oder andere Sachen. Allahu alam, Wasser, Koran lesen, ja, es gibt ja viele verschiedene Methoden. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt nicht so schädlich, ja, nicht so dramatisch. Sondern so wie halt im Allgemeinen in Medizin. Wie ist das Urteil? Kann man oder darf man überhaupt im Allgemeinen verhüten? Darf man die Pille nehmen oder nicht? Da, wie gesagt, gibt es verschiedene Meinungen von den Gelehrten. Und das hat damit zu tun, liebe Geschwister, beziehungsweise es hat verschiedene Urteile, je nachdem. Ja? Wenn man verhütet, jetzt abgesehen von der Pille, Barakallahu fikum, wenn man verhütet mit einem bestimmten Grund, der vernünftig ist, islamisch gesehen vernünftig ist. Zum Beispiel, jemand verhütet, eine Familie, eine Frau oder eine Frau und ihr Mann, die verhüten und sie möchten nicht schwanger werden. Warum? Weil sie möchten die Erziehung der Kinder planen und die Kinder und genug Zeit haben für die Kinder. Das wäre zum Beispiel ein Grund. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Grund. Es gibt Familien, die kriegen ein Kind nach dem anderen, ja, ein Kind nach dem anderen, 3, 4, 5, 6, innerhalb von, ja, 5, 6, 7 Jahren haben sie da auf einmal 5 Kinder, 4 Kinder und die sind alle klein, eins nach dem anderen. Ja, die Mutter natürlich diese ganzen Geburten und etc. waren sehr, sehr stark und etc. Was sie, sag ich mal, gesundheitlich vielleicht ja, mehr oder weniger vielleicht beeinträchtigt hat oder mitgenommen hat, etc. Wenn das zum Beispiel und sie hat gar keine Kraft und keine Möglichkeit, ja, sie ist nur am Stillen oder schwanger und ist sie ist einfach K.O. und sie hat keine Kraft und keine Zeit, um die Kinder zu erziehen und
ja, ihnen die richtige Erziehung zu geben. Das wäre zum Beispiel, Baraklauf, das wäre zum Beispiel ein Grund dafür, dass man sagt, okay, ja, überfordert, wollte ich sagen. Baraklauf fikum, jazak noch heran. Mir fallen einfach die einfachsten Wörter nicht ein manchmal. Jazak noch heran. Ja, und das wäre zum Beispiel ein Fall, wo es erlaubt wäre, dass die Frau dann sagt, oder dass, wo die Eltern sich entscheiden, nicht ein Kind nach dem anderen zu bekommen. Ja, wo die sagen, nein, wir bekommen lieber ein Kind. Und ehrlich gesagt, ich denke schon, dass es auch von der Logik her so ist. Also Familien, wo es Kinder sind, wo es viele Kinder gibt, die alle sehr klein sind. Du hast ein einjähriges Kind, ein zweijähriges Kind und ein vierjähriges Kind und ein fünf- oder sechsjähriges Kind, ist bestimmt brutal, ja? Weil es einfach anders ist, als wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was schon, keine Ahnung, 12, 13 ist und dann eins, was 9, keine Ahnung. Also wenn da so 2, 3, 4 Jahre dazwischen sind, denke ich, dass das ganz sicher viel, viel einfacher ist, als wenn man viele kleine Kinder hat. Und wenn das jemand zum Beispiel aus dieser Perspektive nimmt, und beide sind damit einverstanden und einigen sich darauf. Nicht, weil sie keine Kinder wollen, nicht, weil sie die Gnaden von Allah Azzawajal nicht annehmen wollen, sondern weil sie einfach planen wollen und ihren Kindern genug Zeit und Energie geben wollen und etc. Dann ist das zum Beispiel ein Grund, wo die Gelehrten sagen, es ist erlaubt. Ein anderer Grund zum Beispiel, wenn es bei der Mutter gesundheitliche Probleme gibt, ja, wenn sie es nicht aus bestimmten Gründen, sie hat bestimmte Allah, Krankheiten oder bestimmte Schwächen etc. und die Ärzte raten ihr davon dringendst ab, ja, oder die raten ihr davon ab etc. Das wäre zum Beispiel ein anderer Grund, Barakallahu fikum, warum man das zum Beispiel dann machen dürfte. Das wäre dann zum Beispiel in solchen Situationen, wäre das zum Beispiel dann halal. Ja, haram wäre es zum Beispiel, Barakallahu fikum, zu verhüten, wäre dann zum Beispiel verboten im Islam, wenn man das macht aus nicht eben diesen Gründen, ja, vernünftigen Gründen, sondern wenn man das macht zum Beispiel einfach nur, weil man Angst hat vor der Armut. Ja, wenn man Angst hat vor der Armut, dann ist das nämlich ein Mangel an Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das heißt, du vertraust nicht auf Allah. Allah subhanahu sagt im Koran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, in anderen Versen, narzuquhum wa iyyakum. Ja, wala taqtulu auladakum khashyata infaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ja, und in anderen Versen, narzuquhum wa iyyakum. Ja, und tötet eure Kinder nicht aus Armut. Das hat man ja vor tausenden Jahren oft gemacht. Ja, hat man das gemacht, dass manche Menschen in sehr armen Ländern und Gebieten, Muslime und Nicht-Muslime, haben in manchen Gebieten auf dieser Erde ihre Kinder nach der Geburt getötet, weil sie Angst hatten, Armut. Ja, wegen der Armut. Sie haben gesagt, wir haben sowieso fast nichts. Und dann haben wir noch einen noch dazu, der mit uns essen wird und für den wir, ja, und dann haben sie das Kind getötet. Möge Allah bewahren. Eine der schlimmsten Sünden, die es gibt, natürlich ganz, ganz klar, und eine der größten Übeltaten, die ein Mensch überhaupt machen kann. Aber das war früher. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch sowas gibt. Also es gab natürlich auch die anderen Sachen, zum Beispiel, dass man neugeborene Mädchen getötet hat nach der Geburt, weil das eine, ja, vor dem Islam, also bevor der Prophet Muhammad sallam, zum Beispiel entsandt wurde. Und ich denke, das gab es auch noch bis vor kurzem, noch in manchen Teilen, ich glaube in Asien, in manchen asiatischen Ländern, war das noch vor nicht allzu langer Zeit so, dass man neugeborene Mädchen zum Beispiel, und dass man das immer noch jetzt, es gibt immer noch jetzt Orte und auf der Welt, wo man sich dafür schämt, wo man sich dafür schämt, ein Mädchen zu kriegen, Subhanallah. Ja, was für was. Und wenn das Muslime sind, dann ist das echt sehr, sehr beschämend. Und ich glaube, es gibt sogar in Asien irgendwo, ich weiß nicht, ob das jetzt Indien ist oder Pakistan oder so, es gibt Gebiete, wo man sich dafür schämt, ja, Subhanallah, ein Mädchen zu bekommen. Ja, Allah muss sagen, das ist wirklich eine Schande, sowas als Muslim so solche Gedanken zu haben oder sowas, ja. Subhanallah. Wallahu musta'an. Auf jeden Fall, wie gesagt, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also wegen der Armut, dass man Angst hat vor Armut, das wäre zum Beispiel nicht erlaubt, aus diesem Grund zu verhüten. Ja? Oder wenn man im Allgemeinen zum Beispiel nicht
keine Kinder will. Ja? Allgemein einfach so, man sagt, ich will keine Kinder haben. Manchmal in bestimmten Situationen oder in bestimmten Fällen kann das vielleicht erlaubt sein, aber im Allgemeinen ist das Konzept im Islam, dass man Kinder bekommt. Ja? Warum? Weil erstens so funktioniert die Menschheit und im Allgemeinen auch der Prophet Muhammad sallam, wollte und ja oder ja wollte wollte die größte Gemeinschaft haben am Tag der Auferstehung und deswegen ist das gut und es ist gut, dass man viele Kinder bekommt und deswegen ist es allgemein nicht richtig einfach so unbegründet einfach so zu verhüten, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der zweiten Sura, Suratul Baqara, Allah sagt: وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Ja, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Und er macht Unheil auf Erden. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ. الْحَرْث ist die Ernte. Ja, er vernichtet die Ernte. وَالنَّسْلِ, die Nachkommenschaft. Ja, er bricht die Nachkommenschaft ab. Ja, und وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Und Allah liebt nicht, dass Unheil gestiftet wird. Und im Allgemeinen ist das eine Sache, die, wie gesagt, nicht zu dem islamischen Konzept passt, dass man verhütet im Allgemeinen einfach so. Einfach so sagt, ich will keine Kinder haben. Ja, normalerweise ist es gut, dass man Kinder bekommt. Natürlich, man muss nicht als Mensch, man muss nicht heiraten, aber es ist die Vorgehensweise aller Propheten gewesen. Es ist die Vorgehensweise der Propheten gewesen, unseres Propheten Muhammad sallam und der allermeisten Propheten und auch der Gefährten der Propheten, und des Propheten Muhammad sallam, seine Gefährten auch, radiallahu anhum ajma'in, die allermeisten haben geheiratet und ist seine Sunna. Ja, seine Sunna. Und deswegen ist es gut, das zu tun. Ja, und das sind so ungefähr, inshallah, die Sachen, die zum Thema Pille oder allgemein verhüten. Was aber diese Pille danach, ja, ganz ehrlich, ich hätte vielleicht ein bisschen mich vorher informieren sollen, aber mir fällt jetzt gerade ein, es gibt ja auch die Pille danach, ich weiß nicht ganz genau, ob diese Pille danach das Gleiche einfach tut, was die Pille davor eigentlich macht, oder zerstört sie da schon eine, das weiß ich ehrlich nicht, ja, ganz ehrlich, nee, ich weiß ja nicht, wann man die nimmt, ich weiß nicht, wann sie eingesetzt wird überhaupt, also letztendlich, wenn es eine Abtreibung ist im Islam verboten, außer wenn es begründet ist, medizinisch quasi, wenn Mediziner, Fachkräfte sagen, nein, diese Geburt quasi, also ja, wegen dem Wissen, was sie haben und sie wissen, was da im Bauch vor sich geht oder was die Mutter zum Beispiel an Krankheiten hat etc. Sie wissen, dass zum Beispiel die Mutter sterben würde oder könnte bei dieser Geburt oder bei dieser bei diesem Hamel, bei dieser bei dieser Schwangerschaft, ja, wenn es ein großes Risiko gibt, dass das Kind oder die Mutter, beziehungsweise beide, ganz besonders die Mutter, wenn es ein großes Risiko gibt, dass sie stirbt, dann ist es zum Beispiel ein Grund dafür, dass man die Schwangerschaft abbrechen kann, ja, islamisch gesehen, und man hat keine Sünde. Aber im Allgemeinen, das, was viele Leute machen, einfach abzutreiben, ja, wenn es eine normale Abtreibung ist quasi, dann ist es im Islam definitiv haram. Und wenn die Leute zum Beispiel, ja, Zina gemacht haben, die haben unehelichen Verkehr gehabt, ja, sie haben Unzucht begangen, die haben eine große Sünde gemacht, ja, die haben haram gemacht quasi, und deswegen wollen sie dann, ne, weil das die Leute dann erfahren oder was auch immer, und dann deswegen wollen sie diese Schwangerschaft abbrechen und sie wollen dann dann ist es auf jeden Fall haram, eine Sünde im Islam. Ja, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Auch wenn du dann diese Sünde begangen hast, und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen den ersten 4 Monaten und danach, also nach dem 4. Monat, nach 120 Tagen, wird ja die Seele eingehaucht in das Embryo. Aber trotzdem, im Allgemeinen, liebe Geschwister, Barakallahu, ist das nicht erlaubt, abzutreiben im Islam. Was aber die Sache angeht mit den Kinderkriegen, ja, was dann nicht erlaubt ist noch, was ich noch unbedingt auch sagen will zu diesem Thema Barakallahu fikum, ist, dass wenn man heiratet, ja, wenn man heiratet, dann ist das so, dass einer dem anderen
nicht verbieten darf. Also, wenn man heiratet, es ist das Recht der Frau, Kinder zu bekommen. Und es ist das Recht des Mannes, Kinder zu bekommen. Außer man hat es von Anfang an so geregelt und sich darauf geeinigt. Wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man keine Kinder bekommt, keine Kinder bekommen will, weil zum Beispiel, was auch immer, ja, weil man schon Kinder hatte oder eine bestimmte Situation hat oder wie auch immer, wenn man darauf sich nicht geeinigt hat, ja, Barakalafikum, dann ist das das Recht eines jeden der Ehepartner, ja. Und man darf ihm dieses Recht nicht nehmen. Ja, ein Mann kann einfach seine Frau nicht dazu zwingen, zu verhüten, einfach so, für immer, und sagt, nee, ich habe keinen Bock auf Kinder. Und die Frau genauso, dass sie sagt, nee, ich habe keine Lust auf Kinder. Und okay, ich komme gleich darauf zurück. Ja, die Pille danach werden hier so Informationen dazu geschrieben. Aber auf jeden Fall war das, glaube ich, was ich sagen wollte. Ja, und wenn es so ist, wenn man jetzt zum Beispiel geheiratet hat, wenn man geheiratet hat und dann sagt der eine, einer von den beiden, ich möchte aber keine Kinder haben. Ja, ich möchte keine Kinder haben. Und er sagt, ich möchte keine Kinder haben. Und der andere, sein Partner, will das aber nicht. Also sein Partner will es, dann ist es sein Recht. Und er darf auf sein Recht beharren, Kinder zu bekommen. Versuchen, Kinder zu bekommen, natürlich. Das ist in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Ehepartner, und jetzt ist es egal, ob das Ehefrau, Ehemann ist, ja, wer nicht will, wenn das nicht vorher abgesprochen war und so besprochen wurde, und man sich darauf geeinigt hat, dann hat jeder von denen das Recht, sich von seinem Partner zu trennen. Ja, weil es ist sein Recht, er hat das Recht darauf. Ja. Jemand hat hier geschrieben, die Pille danach beeinflusst nicht die Einnistung oder Schwangerschaft, sie verschiebt nur den Eisprung. Wenn das so ist, ja, wie ich bin da echt. Nein, eben nicht. Die Abtreibung erfolgt bei Befruchtung des Eis. Bei der Pille danach wird bevor das Ei. Einen Moment, ganz kurz. Ich schreibe hier. Jetzt streiten sich hier die Mädels, die Frauen. Einen Moment. So, ich konnte nicht genau alles lesen. Jetzt. Die Pille danach wird, bevor das Ei befruchtet wird, die Samen zerstört. Es sind zwei verschiedene Sachen. Okay, also wenn ihr euch nicht einigen könnt, Allahu alam, ich sage, ich weiß nicht ganz genau. Ja? Aber wie gesagt, wenn es das Verhüten ist, dann verhüten, wie gesagt, in bestimmten Fällen ist es auf jeden Fall erlaubt. In manchen Fällen ist es nicht erlaubt. Was die Pille danach angeht, da will ich jetzt wirklich nichts dazu sagen, ohne Wissen darüber zu haben. Und wie gesagt, wenn es eine Abtreibung ist, abtreiben darf man nicht, ja, außer in bestimmten Fällen. Tayyib, inshallah. Ich denke, es ist inshallah so als kleine Information zu diesem Thema vielleicht.